Hallo liebe Retro-Freunde, hier ist der CD von NextGame und willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Sendung 15 Minutes of Game. Ja, und heute gibt es was Besonderes zu sehen und die Jungs von Duranik haben mir eine Preview-Version von Sturmwind geschickt. Ja, und ich denke, einige von euch warten schon auf den Titel und ich auch, also ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Hab's schon damals zu Native-Zeiten für den Atari Jaguar verfolgt. Und das Spiel hat circa, ja, hat sich jetzt 10 Jahre Zeit genommen und ja, ist jetzt in Kürze für den Dreamcast erhältlich. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach die Preview-Version mal an. Und ja, den Dreamcast habe ich geladen und wollen wir mal reingucken. So, da sind wir jetzt im Hauptmenü. Also bitte verzeiht die etwas schlechtere Bildqualität, aber ich habe keine Möglichkeit, das Ding zu capturen. Von daher wird es jetzt erstmal abgefilmt. Ja, aber man kann ja noch alles sehen, von daher. Im Hauptmenü ist es jetzt etwas dunkler. Das liegt einfach dran, weil ich die Kamera schon mal aufs Bild angepasst habe für bestmögliche Bildqualität im Spielgeschehen. Deswegen so. Also hier haben wir das Hauptmenü. Mir ist aufgefallen, im Hauptmenü, im Titelbild steht kein Titel des Spiels. Aber gut, egal. So, Highscores sind klar. Highscore-Liste. In Optionen kann man Schwierigkeitsgrad einstellen. Gibt 3 Schwierigkeitsgrade. Easy, normal, hart. Ich versuche mich einfach mal am normalen. Ja, Sound-Settings, Screen-Einstellungen und Control-Settings. Ja, normaler Schuss, Smart-Bombs gibt es, den Beam, wie man aus R-Type kennt, gibt es auch einen Beam. Die Drones kann man switchen, das sind diese kleinen Projektile, die vor Schüssen schützen, die kann man wechseln. Aber sehen wir gleich im Spiel. So, alles okay, zurück, zurück. Start Game, man hat die mal zwischen Normal- und Arcade-Mode. Nehmen einfach mal den normalen Modus. Quatschen nicht lang drum herum. So, hier ist die Levelauswahl. Ja, die Level, also man folgt ein bisschen dem Prinzip von Einhänder. Wer Einhänder kennt, der weiß, da wird auch alles sehr seltsam eingedeutscht mit sehr seltsamen deutschen Begriffen. Das erste Level heißt Sturmwind, 2-1-2, festgenagelt, Gegenschlag, Blitzlicht und so weiter. Also, meine Version hat 4 Level. Von insgesamt 8 und ich dachte zuerst, 4 Level, okay, 8 Level, das kennt man ja von einem Shooten ab, aber ich habe gesehen, dass die Level wirklich noch in Sublevel aufgeteilt sind und das bedeutet viel, 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 viel Inhalt. Das Spiel ist wirklich verdammt lang für einen Shooter, also muss ich da feststellen. So, wir starten einfach mal ins erste Level rein und schauen den Dreamcast beim Laden zu. Level 1, Sturmwind. Ja, Sturmwind, klassischer Horizontalshooter, aber das dürften die meisten von euch ja wissen, die das Spiel schon fleißig vorbestellt haben und die Entwicklung verfolgt haben. So, da sind wir im Spielgeschehen. So, das sind die Pots für Extrawaffen. Man hat die Wahl zwischen 3 verschiedenen Waffen. Einmal den hier, den kann man, wenn man den Schussknopf loslässt, kann man diesen Schuss steuern. Das heißt, der geht rauf und runter. Den Wave-Bonus, der ist etwas seltsam. Man muss ihn abschießen, um ihn zu bekommen. Genauso wie, das ist jetzt hier der Frontalschuss. Ich glaube, der heißt Rudel. Die haben auch alle sehr seltsame deutsche Namen. Rudel, Nordwind und... Naja, sieht man gleich im Abschwung. So. Besonders bei dem Spiel ist auch, man kann den Schuss auch nach hinten lenken. Also auf L kann man wechseln zwischen nach vorne und hinten. Das geht mit jedem Schuss. Mit ihm hier. Aber der ist halt besonders, man kann halt auch oben und unten damit. Interessantes Konzept, also muss sagen, der Schuss gefällt mir ganz gut. Der hat mir auch schon bei den ein oder anderen Bosskämpfen geholfen. Und ich sag ernsthaft, Bosskämpfe gibt es sehr, sehr viele. Ja, man hat auch eine normale Smart Bomb, die zeige ich euch einfach gleich mal beim Endgegner. Das hier ist noch ein zusätzliches Smart Bomb. So, die Waffen kann man, wie man sieht, aufleveln. Ich habe jetzt den Rudel hier auch schon mal einmal aufgelevelt, genau. Etwas ganz Besonderes von dem Spiel ist der Beam. Wenn man X hält, kann man einen Beam laden. Man sollte aber tunlichst aufpassen, den nicht voll zu laden, wie man es von R-Type gewöhnt ist, weil lädt man den voll auf und überhitzt das Aggregat, explodiert euer Schiff und ihr verliert eure Waffe. Das heißt, man verliert ein Leben, wenn man alle 3 Waffen. Wenn man getroffen wird, verliert man die aktuelle Waffe, verliert man alle 3 Waffen, ist man tot. Das Prinzip gab es auch in anderen Shootern schon. So.
unter anderem auch während dieser Szene habe ich es etwas dunkler gestellt, weil im richtigen Spiel geschehen ist. Es ist wirklich grellend hell hier und man sieht kaum noch seine eigenen Schüsse. So sieht man zumindest etwas vom Spiel geschehen. Also diese Sonne ist wirklich extrem grell, muss man doch sagen. Ja, ansonsten finde ich das Spieldesign wirklich sehr gelungen. Das ist halt ein klassischer Horizontal-Shooter. Der Schwierigkeitsgrad steigt auch ziemlich an. Also man muss nicht glauben, dass das hier bei dem gemütlichen Abschießen, wie ich es jetzt hier mache, bleibt. Aber ja, da haben wir den guten Rubel. Jetzt haben wir 2 Bits, die kann man auch auf dem Y-Knopf kann man nach vorne und hinten schalten. So kann man sich quasi nach hinten bewaffnen. So, Zeit für den Boss. Ausweichmanöver einleiten. Auch sehr erkennbar, erinnert mich auch immer an Einhänder durch diese komischen deutschen Kommandos, die da eingestreut werden. So, jetzt machen wir den Beam. Und ist wirklich extrem wichtig, dass man auf keinen Fall seinen Beam überhitzt und seine Waffe dadurch riskiert. Dann zeige ich euch mal die Smart Bomb, die optisch ziemlich beeindruckend ist. Also man muss echt sagen, also die beiden Jungs von Doranik haben wirklich alles aus dem Dream Drop rausgeholt. Also was man hier sieht, das ist wirklich ein extremes Inferno aus Schüssen, Projektilen, Explosionen, Hintergrundbewegungen und was nicht. Also das ist wirklich richtig, richtig krass, das in Bewegung zu sehen. Muss man mal sagen. So, ja, hier sieht man, meine Waffen heißen Licht, Blitz, Nordwest und Rudel. Also sehr, sehr germanisch klingende Waffen und Namen. So, nächstes Level. Ja, was gibt's noch zu sagen? Also ich bin ein bisschen geschockt aufgrund des Umfangs des Spiels. Ich habe es wirklich schon echt eine Weile gespielt und wenn ich mir vorstelle, dass es 8 Level mit je 4 Subleveln gibt, das ist schon wirklich gewaltig. Das kann man nicht mal eben einfach durchspielen, so für einen Credit Run oder so. Das stelle ich mir als eine Mammutaufgabe vor. So, festgenagelt. Gelegentlich hat meine Release-Candidate-Version noch ein paar Ruckler. Das heißt, wenn große Explosionen noch ein bisschen sind, stockt meine Steuerung und da bekomme ich ein paar Probleme, aber ja, es kommt nur ganz selten vor. Ja, was noch zu sagen ist zur Musik. Den Soundtrack hat 505 gemacht, ein besonders in der Atari-Szene bekannter Musiker, der sehr viel Chiptunes macht und auch sehr viele Homebrew-Spiele schon mit seinen Soundtracks unterstützt hat. Hat er gut gemacht, muss ich sagen. Obwohl ich finde, es klingt ein bisschen zu sehr nach C64, Atari ST und so. Dafür, dass man hier so ein Grafik-Inferno auf dem Dreamcast abgeballert kriegt, klingt das alles sehr nach 8 und 16-Bit Chiptunes. Das ist etwas seltsam. Mutet ein bisschen unpassend an, finde ich. Auch wenn ich auf die Musik stehe, also keine Frage. Aber gut, ich meine, besser als so manch anderes Homebrew-Spiel ist es auf jeden Fall. Von daher will ich mich nicht beschweren. So, Waffen habe ich gezeigt, Waffensystem habe ich auch gezeigt. Zeig mal noch ein paar andere Schüsse. Ich benutze den hier ja eigentlich auch ganz gerne. Der schützt sehr gut von Waffen, die von oben auf einen einstürzen. In dieser Sequenz ist das ganz praktisch. Gut, dann würde ich sagen, höre ich jetzt mal auf zu quatschen, drehe einfach mal ein bisschen auf und ihr guckt euch einfach das Level an und ich halte mal den Mund.
Also wie ihr seht, das ist ein ganz, ganz krasses Action-Inferno, muss man doch sagen. Also was hier abgefeiert wird auf dem Bildschirm für Dreamcast-Verhältnisse, ist wirklich, also ich finde es echt gigantisch. Also auch wenn kleinere Designfehler vielleicht drin sind, aber ich meine, man spielt Shoot'em-ups auch aufgrund der optischen Präsentation und das ist schon wirklich beeindruckend. So, ein paar Minuten haben wir noch. Widmen wir uns noch ein bisschen Level 1-3 Gegenschlag. Auch ein toller Name, also ich bin ja totaler Fan dieses Deutschtums in den Spielen. Und Japaner scheinen ja auch drauf zu stehen, das kennt man ja. So, Level Gegenschlag. Ja, toll, das ist ein dummer Fisch erwischt, der uns gefunden ist. Ich frage mich teilweise schon wirklich, ob ich wirklich auf dem Dreamcast spiele. Das ist schon. Atari-Fans kennen ja Native für den Atari Jaguar und das war ja quasi der Ausgangspunkt von Stormwind und wenn ich mir vorstelle, was die Jungs aus dem Jaguar rauszaubern könnten an grafischer Opulenz, da wird mir ganz schwach ums Herz. Stellt euch das Ganze noch schön knackscharf über die VGA-Box in 640x480 vor und ihr bekommt einen Eindruck, was dieses Spiel optisch zu leisten vermag. Aber wie gesagt, es macht auch spielerisch Spaß. Es ist wirklich gut durchdacht und es ist kein Schnellschuss oder so. Es ist wirklich guter als 2D-Shooter-Kunst. Wer auf R-Type oder so steht, der ist da genau richtig. Es ist kein komplexer Score-Shooter, dass Leute, die darauf hoffen, die können das direkt mal vergessen, aber das erwartet man auch meistens nicht von einem Horizontal-Shooter. Man hat sich auch mit dem Game überhaupt nicht versucht, an irgendwelche japanische Shooter-Kunst anzubiedern oder so, von daher finde ich das völlig in Ordnung. Was hab ich denn nicht gesagt? Ein Schiff noch, ich würde sagen, ich mache noch bis zum Game Over und dann lassen wir das Ding ruhen. Ich will ja auch nicht den ganzen Spaß vorwegnehmen. Manchmal auch ein paar Probleme mit den Hintergrund von Hinter- und Vordergrund zu unterscheiden. Also ab und zu passiert es, dass man in irgendwas reinfliegt und dann war es der Hintergrund und mal doch der Vordergrund. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr klare Abgrenzung gewünscht, aber naja gut, bei diesem grafischen Monsterkonstrukt wundert es mich nicht, dass das schon mal passiert und man ein bisschen Überlicht verliert. So, das war's von mir. Ich bin Game Over, hab direkt mal 5 Hits einkassiert in diesem Level. Und ich muss sehr sagen, ich freue mich sehr auf das Spiel. Gibt noch keinen genauen Release-Termin, aber also was die Jungs von Duranik da zusammengezaubert haben, ist wirklich ganz toll. Und ich denke, das Geld ist wirklich gut angelegt für jeden Dreamcast-Fan. Und das Spiel geht deutlich und weit über jeden klassischen Homebrew-Titel, wie man es sonst kennt, hinaus. Und naja, Dreamcast-Fans haben dieses Jahr auf jeden Fall einen Grund zur Freude. Denn neben Sturmwind kommt ja noch Gunlord. Und also an Action-Feuerwerken scheint es nicht zu mangeln dieses Jahr. Ja, ich freue mich drauf und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, der erste Eindruck zu Sturmwind und dann sehen wir uns demnächst wieder. Mal gucken, was ich dann so in petto habe und danke fürs Zuschauen. Tschüss!